Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in diesem Video gucken wir uns mal wieder, wie jede Woche quasi, an, was in meinem Trade Republic Depot so passiert ist. Und dies ist die Folge 60 vom 8. bis zum 12. März 2021. Los geht's! Und bevor wir uns diese etwas bessere Woche und die Wochencharts genauer angucken, gibt es wie immer eine kleine Themenübersicht. Ich möchte gern nochmal einige Zahlen vom Nasdaq Trading der letzten Woche korrigieren. Ich gehe auch auf meine aktuellen Trading-Zahlen ein. Die Zahlen sind vom Donnerstag. Wir reden über die gefährlichen Derivate. Ich rede über eine gewisse Gesprächs- oder Kommentarkultur in den Kommentaren zu meinen Videos. Dann möchte ich noch mal ganz kurz auf die Depot-Performance seit Jahresanfang eingehen. Auf das letzte Video möchte ich gerne auch noch hinweisen, wo es darum ging, wie man in Trade Republic nach weiteren Werten, sei es Derivate, sei es Aktien, recherchieren kann. Und nächste Woche wird es dann auch ein abschließendes Update dazu geben, wie denn tatsächlich meine Jahresperformance 2020 war. Denn ich habe die Steuerbescheinigung von Trade Republic bekommen. Ich habe, glaube ich, insgesamt knapp 2.000 Euro Steuern bezahlt und von der Brutto-Performance, das ist ja die vergleichbare Performance, auch vom internen Zinsfuß her, möchte ich das gerne nochmal in einer Tabelle berechnen und das Video gibt es dann nächste Woche dazu. Und ich würde mich an dieser Stelle schon mal über ein Like für die Transparenz, die ich hier immer in meinen Videos gebe, freuen, denn damit finden auch andere bei YouTube diese Videos und dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Jawohl, diese Woche hat hier am 8.3. begonnen und dann ging es hier am 8.3. auch nochmal relativ weit runter, 2.700 Euro knapp. 9.3., das war dann der Dienstag, da ging es dann nach oben. Mittwoch, ja, lief so ein bisschen quer und am Donnerstag, am 11. War auch der 10. Jahrestag Fukushima übrigens, ging es nochmal ordentlich nach oben. Da hatte ich hier auch einen Peak von 4.700, ich glaube im Tageschart waren das sogar knapp 5.000 Euro in der Wochenperformance, das ging richtig nach oben und am Freitag ging es dann erstmal hier ordentlich runter, lief dann quer zum Handelsende hin, hat sich das Ganze nochmal erholt. Meine Wochenperformance in relativen Zahlen 5,5% knapp. Wir waren hier auch bei ja ungefähr 7,3% im Plus in absoluten Zahlen. 3.537 Euro plus. Wir gucken uns nochmal ganz kurz hier den Freitag an. Da ging es etwas über 1.000 Euro oder 1,5% nach unten. Was natürlich jetzt noch sehr miserabel aussieht, ist hier die Monatsperformance minus 10,4% oder 7.900 Euro. Lasst mich hier mal ein bisschen runden, um das Ganze nicht so kompliziert zu machen. Wesentlich schöner sieht hier der Jahreschart aus. Wir haben, ich glaube, nächste Woche so um den Dreh den Tiefpunkt der Coronavirus-Krise, zumindest hier in meinem Depot, erreicht. Das heißt, das verfälscht dann temporär so ein bisschen die Performance. Also seit einem Jahr bin ich hier mit knapp 11.000 Euro oder 19% im Plus. Und das ist schon etwas realer. Die Performance, Depot-Performance seit dem 4. Januar 2020 sind 11,8% oder 7.213 Euro. Und das ist schon okay. So langsam hat sich das wieder eingependelt auf einem erträglichen Niveau. Und ich bin wirklich nicht, ich kratze aktuell nicht mehr an Minus in meiner kompletten Depot-Performance. Das hat mich diese Woche über schon mal, ja, beruhigt oder beunruhigt nicht. Aber ist halt schöner, diese grünen Zahlen zu sehen, als halt temporär rote Zahlen, sollte klar sein. In diesem Video habe ich übrigens wieder vor, mein Orderbuch mit euch gemeinsam durchzugehen. Die Ordern sind jetzt nicht mehr ganz so zahlreich und mich würde mal interessieren, was findet ihr interessanter, wenn ich meine Ordern in einer Woche durchgehe oder wenn ich hier grob euch meine Werte im Depot zeige und euch so ein bisschen was dazu erzähle, was diese Woche mit diesen Werten passiert ist. Eure Meinung würde mich dazu mal sehr interessieren. Haut es mir bitte in die Kommentare rein. Jawohl, und diese Woche hat ja am 8. März begonnen und da swipen wir mal wieder durch. Auf viele Optionsscheinkäufe oder Derivatkäufe gehe ich dann wie immer nicht ein. Xiaomi, die hatte ich ja anteilig verkauft, die habe ich anteilig hier wieder eingekauft, weil die dann wieder in einem Aufwärtstrend offensichtlich waren, beziehungsweise sehr tief bewertet waren. Deswegen habe ich mich hier wieder leicht eingekauft, habe ich auch einen positiven Kurssprung gemacht durch Market Timing, aber das war jetzt nicht so zwingend mein Ziel. Du siehst, dass ich immer wieder nicht in Chargen, sondern in Tranchen, das habe ich letzte Woche
Woche vollkommen falsch gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich das Wort manchmal im Kopf habe. In Tranchen kaufe ich dann immer ganz viele Optionsscheine nach. Das habe ich diese Woche halt auch wieder durchgezogen. Ja, Fusix, die habe ich rausgehauen. Die waren nur ganz kurz temporär drin. Manchmal haue ich Werte in meinem Depot rein, die ich auch gar nicht richtig analysiert habe, worauf ich gar nicht richtig eingegangen bin. Die will ich dann auch manchmal wieder raus haben. Das passiert immer mal wieder. Aber die Kosten, der Spread ist nicht besonders hoch. Die Kosten sind sehr, sehr gering. Insbesondere, wenn ich einen Sparplan hatte und die Anteile ich wieder verkaufe, sind die Kosten, abgesehen vom Spread, nahe gegen null. Daher finde ich das immer noch vollkommen legitim. Und genau, hier siehst du wieder, dass ich in Tranchen eingekauft habe. Ich lerne das jetzt. Spotify, da habe ich ein paar Aktien immer günstiger eingekauft. Die letzte hatte ich bei 308 Euro, glaube ich, verkauft. Da habe ich auch durch Market Timing ordentlich einen positiven Kurssprung für mich gemacht. Das finde ich recht ordentlich. Und dann habe ich wieder Nasdaq 100 ETF verkauft, um Cash zu haben, um das Geld anderweitig zu investieren. Snap, dort habe ich mich mit einer kleinen Position eingekauft. Warum? Ich kriege immer in den Kommentaren wieder Fragen, warum kaufe ich etwas ein? Weil der Wert sehr, sehr runtergegangen ist und ich denke, beim nächsten Kurssprung, wenn der Nasdaq mal irgendwann in einer Woche 5% macht, dann wird Snap 15 oder 20% im Plus sein und das ist einfach meine Meinung und weshalb ich mir diesen Wert jetzt einfach gekauft habe. Also ich habe die Meinung, dass der Wert innerhalb von, ich sag mal, maximal einem halben Jahr wieder deutlich höher stehen wird als jetzt. Das ist der Grund, weshalb ich mir ungefähr 99% oder 95% aller Wertpapiere hier im Depot kaufe. Wer hätte das gedacht, ich werde etwas günstig kaufen und teurer verkaufen. Ja, manche wundert das doch nochmal. Es gibt oft keine, also wenn es konkrete Hintergründe gibt, wie zum Beispiel bei Apple, die könnten irgendwas vorstellen oder bei Tesla, da läuft irgendwas vielleicht nicht ganz richtig, wenn ich solche Gedanken habe, die äußere ich auch immer in meinen Videos dazu, aber immer mache ich das halt auch so nicht, sonst würden die Videos auch noch viel zu lange gehen. Das merke ich ja jetzt auch schon wieder. So, dann siehst du hier, Take-Two habe ich eine Aktie nachgekauft, die sind auch wieder sehr krass runtergegangen. Das sind zum Beispiel auch wieder Einkaufspreise für mich gewesen, ist immer keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Für mich sind das Einkaufspreise, weil Take-Two wahrscheinlich in den nächsten 18 Monaten deutlich, deutlich höher stehen wird. Wahrscheinlich so um die 180, 200 Euro. Das ist so ein bisschen, also mein persönliches Kursziel. Und wenn man sich die Analystenbewertungen anguckt, dann sehen die oft auch nicht anders aus, finde ich aber auch wieder real bei solchen Werten. Nasdaq 100 ETF wieder verkauft, um das Geld anderweitig zu investieren. Fiverr, die habe ich auch immer mal wieder nachgekauft. Dort bin ich jetzt auch wieder im Plus und das war auch wieder so ein Market Timing, was durchaus mal wieder geklappt hat. Also viele Market Timing Projekte, sage ich jetzt einfach mal, oder Trades haben hier einfach geklappt, weil ich viele Produkte, die 30-40% mit untergestiegen sind, zu einem sehr hohen Kurs verkauft habe und viele habe ich dann günstiger auch wieder eingesammelt. Na klar, habe ich den Steuerstundungseffekt dadurch verworfen, aber insgesamt gehe ich ja davon aus, dass ich irgendwann ohnehin auf meine Verkäufe Steuern bezahlen muss und wenn ich diese Steuern allein durch diese Trades vorab schieße, beziehungsweise vorab bezahle, dann bin ich ja immer noch wesentlich positiver, als wenn ich nur Buy and Hold machen würde und das kann man sich auch ganz gut ausrechnen, wenn man mal möchte. Visa Call Optionsscheine, dort habe ich einen Anteil rausgehauen, das war auch wieder relativ positiv. Dann siehst du hier wieder Derivate, Nasdaq 100 ETP habe ich dann wieder nachgekauft und das immer am Montag hier zu den Zeitpunkten, wo es halt relativ günstig war, wo es nach oben ging. Übrigens habe ich weder verkauft noch eingekauft, da habe ich gar nichts gemacht, da habe ich einfach nur gehalten. Du siehst immer, wie ich stückweise dann quasi umschichte, ja, das heißt, fällt der Nasdaq, du siehst auch, dass ich hier mit dem Nasdaq 100 ETF schon im Minus war, dann schichte ich das Ganze auf ein Derivat um, was nach oben hebelt, irgendwo zwischen 2 und 4 sind die Hebel meiner Derivate mit sehr langer Laufzeit. Also das bedeutet zugleich halt auch, wenn sich der Nasdaq wieder erholt, dann bin ich deutlich mehr im Plus, als ich damals im Plus war, wo ich nur gehalten habe. Dann habe ich hier, jawohl, DAX Short läuft immer, aber aktuell nicht. Die habe ich mit einem Minus verkauft. Invitae, da habe ich mich eingekauft. Das war, glaube ich, auch so ein ARK Invest. Wie heißt sie? Kathy Woods, heißt sie so, die von ARK Invest, genau, die hat die, glaube ich, auch eingekauft, relativ günstiger Preis, aktuell kleine Position, also gar nicht so viel Geld. TSMC habe ich nochmal nachgekauft hier,
für 100 Euro. Dann siehst du immer wieder die Optionsschein-Nachkäufe. Ich habe mir auch zwei sehr kurzfristige Optionsscheine von Apple und vom Nasdaq 100 ins Depot geholt. Die laufen am 17.03. aus. Letzter Handelstag ist dann der 16.03., aber nur mit jeweils so 50, 60 Euro. Das heißt, wenn ich da einen Totalverlust erleide, der ist einkalkuliert. Da habe ich keine Schmerzen mit. Und ich mache das jetzt auch zukünftig immer mal hin und wieder mit kurzfristigen Optionsscheinen, aber immer einkalkuliert, dass ich auch einen Totalverlust erleiden könnte. Dann habe ich hier mein World Momentum anteilig hier verkauft, weil ich einfach nur ein paar Euro, glaube ich, brauchte. Genau, hier siehst du, dass ich mein Short DAX hier mit minus 10%, da bin ich einfach ausgestoppt worden. Das war dann einfach beim Faktor 0,9, also minus 10% habe ich da eine Stop-Loss-Order hinterlegt. Genau, auf diese ganzen kleineren Trades gehe ich dann wie immer nicht ein. Du siehst, dass auch diese Woche noch viele Trades passiert sind und viele günstige Nachkäufer halt waren. Nasdaq 100, wir sind jetzt übrigens schon am 10.03., also am Mittwoch, habe ich hier auch immer mal wieder getradet, hier mit Verlust. Lust. Und ja, das klappt manchmal oft auch nicht. Ich habe auch viele Limit-Ordern hier eingetragen. Ich habe auch später noch viele Sparpläne wieder aktualisiert und immer mal wieder hier mit Derivaten relativ viel gemacht. Hier haben wir noch zwei Dividenden erhalten von S&P Global und von UPS. Und dann haben wir hier den 11.03. Da ging es dann ja auch nochmal ordentlich nach oben. Da wurde hier bei Shopify ein Stopp gezogen mit plus 11,5%. Und S&P 500 IT habe ich anteilig verkauft, um das Geld woanders zu investieren. Der Global Clean Energy war ich, glaube ich, noch mit 500 Euro investiert. Dort habe ich 240 Euro mal wieder reingepackt, weil da wollte ich nicht so schwer gewichtet sein. Ich denke, wenn ich so um die 800 Euro dort drin bin, dann ist das erstmal recht in Ordnung. Das ist dann so eine Wohlfühlgewichtung für mich. Da war ich ja am Anfang, wo es losging vor 3 Wochen mit dem kleinen Tech-Crash bzw. Korrektur, war ich ein bisschen überinvestiert im Global Clean Energy und dort bin ich dann nach und nach halt wirklich auch ausgestiegen. Hab dort aber auch größtenteils noch Gewinne mitgenommen. Dann siehst du, dass wir hier eine Long- und eine Short-Position hatten am 12. Das war ja am Freitag, habe ich 2 Parallelpositionen aufgebaut. Die liefen dann auch echt parallel nebeneinander her. Zum Ende hin ging es dann ein bisschen nach oben. Deswegen habe ich als erstes hier die Short-Position wieder aufgelöst mit minus 2,8%. Und wenn du dir das anguckst, 320 Euro habe ich für bekommen und 327 Euro habe ich für bezahlt. Das sind also 7 Euro ungefähr, die ich verloren habe und 7 Euro netto. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch in meiner Trading-Liste aufgrund des Arbeitsaufwands, den ich aktuell habe, buche ich jetzt nur noch netto. Das hat nichts mit der Verzerrung durch Verlustrealisierung zu tun. Das werdet ihr auch noch später sehen, sondern das ist einfach, ich habe damit weniger Arbeit. Das heißt, diese kleine Schraube an meinem Trading-Experiment, die habe ich dann gedreht und zwar von Bruttorendite auf Nettorendite das Ganze umgeschoben. Das wirkt sich ja eher zu meinem Nachteil aus, wenn ich da mal wieder im realisierten Plus bin. Und es macht aber einfach die Buchungsarbeit wesentlich einfacher, weil so muss ich auf jeden Wert draufgehen und muss hier quasi eben, hier ist das noch relativ einfach, aber muss dann noch die Steuern rausrechnen. Und das ist ja immer noch ein Klick mehr. Ich muss noch mal kurz meinen Kopf bemühen. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Die Long-Position im Nasdaq 100 wollte ich dann nicht behalten. Dort bin ich mit einem leichten Plus auch ausgestiegen. Also insgesamt hat mir das Ganze 5 Euro gekostet. Das ist wirklich, ja, in meinen Augen macht man mal. Hat jetzt nicht so super toll geklappt, habe aber auch nicht so super, super viel verloren. Das kann man durchaus mal machen, meiner Meinung nach. JD.com auch relativ günstig. Die werden wahrscheinlich auch in 6 Monaten eine andere Bewertung an der Börse haben. Habe ich mich auch noch mal mit 213 Euro eingekauft. Ansonsten siehst du, dass ich hier viele Sparpläne angepasst habe und ich habe eine Einladung gekriegt zur Hauptversammlung von LVMH in Paris. Dort werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht teilnehmen und etwa 504 Euro ist der aktuelle Cashbestand in meinem Depot. Also die Investitionsquote ist noch sehr, sehr hoch. Nasdaq Trading der letzten Woche. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich gefühlt ungefähr so 150 Euro verloren habe. Ich habe in der Woche halt nicht die letzte, beziehungsweise nicht diese, sondern die letzte Woche, also vor ungefähr 10 Tagen, habe ich ungefähr 150 Euro verloren, habe ich gesagt. Ich habe ja am Donnerstag diese Trading-Liste aufgebucht, hat auch relativ viel Zeit gebraucht, war mal ein bisschen positiver, weil die Werte am Donnerstag ja ordentlich zugenommen haben. Und tatsächlich habe ich 45 Euro netto verloren bei 12 Trades. Und da sieht man immer wieder, wie verzerrt diese Verlustwahrnehmung ist, wenn man das Ganze nicht aufführt. Man denkt, man hat Unmengen an Geld verloren, weil viele Trades halt auch durchaus positiv waren, habe ich also nur 45 Euro verloren. Und das ist gar nicht so schlimm in so einer Zeit. Natürlich hätte ich lieber 450 Euro Gewinn gehabt, das ist klar. Aber wie krass man
subjektiv die Dinge einordnen, dass die Verlustängste bzw. Verluste erleidet, dass die wesentlich stärker wehtun, als wenn man mal Gewinne verbucht. Das finde ich einfach auch recht interessant. Genau, und was ich ja schon gesagt habe, sondern die letzten zwei Wochen habe ich in meiner Trading-Liste dann halt wirklich nachsteuern, also netto gebucht und nicht mehr brutto. Genau. In der letzten Woche hatte ich ja gefragt, Mensch, Derivate, was haltet ihr davon und wo sind die Risiken, die ich in dem letzten Video noch nicht erwähnt habe? Und dazu kamen sehr, sehr, sehr gute Beiträge. Schaut euch die Kommentare unter dem letzten Video nochmal an. Dabei konnte ich selbst sehr viel lernen, insbesondere beim Daily Leveraged ETP auf dem Nasdaq 100 hier, auf diesem Produkt, da immer nur täglich die Dreifach-Performance gerechnet wird. Das heißt, wenn dieses ETP, sage ich mal, an 10 Tagen 10% fällt, dann ist das Ding nicht wertlos, sondern dann ist das Ding, wenn wir bei 100 Euro, dann wäre das zum Beispiel am nächsten Tag mal 90 Euro und dann würde es wieder 10% verlieren. Aber 10% von 90 Euro sind 9 Euro. Das heißt, wir wären nicht bei 80, sondern bei 81 Euro. Und so geht das halt runter, dass wir niemals einen Totalverlust hier allein wären. Genau, das ist nach unten hin positiv, nach oben hin natürlich negativ, dass man nicht immer alles dreifach hebeln kann. Langfristig ist jedoch dieses Produkt gar nicht so doof. Ich glaube, seit, lass mich nicht lügen, 5, 6, 7, 8 Jahren irgendwie sowas haben wir da 800% gemacht. Also so unsmart ist das Produkt nicht. Es hat ein paar mehr Kosten, es hat ein ja, einen gewissen Zinseffekt, der nicht immer positiv sein muss und genau, die Kosten sind mit 0,75% auch, ja, im Vergleich zum ETF natürlich wesentlich teurer, aber durch den Hebel finde ich das absolut gerechtfertigt und mir ist auch wieder aufgefallen, dass der Spread sehr, sehr unterschiedlich ist bei diesem Produkt. Mal ist er gut, mal ist er schlecht. Also wie gesagt, sehr, sehr gute Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die konstruktiven Kommentare und dann gab es auch ein paar, ja, nicht so konstruktive Kommentare, wo man einfach nur subjektiv darauf eingegangen ist. Ah, Derivate, das ist mir zu risikoreich, das ist ja nur noch Zockerei und Casino und so weiter. Und ein Kommentar hatte ich auch dabei, wo ich dann wirklich drauf eingegangen bin. Haben wir gefragt, ja, wo denn? Erklär doch mal so ein bisschen. Dann hat man gemerkt, dass wirklich kein einziges inhaltliches Argument dafür oder dagegen gab, weil ich bin immer für eine neutrale Berichterstattung. Das heißt, ich möchte aufklären, ich möchte mich weiterbilden, ich mache Fehler, ich versuche auch immer Fehler einzusehen und diese werde ich auch mal benennen in meinen Videos. Und da war eigentlich bis auf Bashing nicht viel zu machen. Der User, den habe ich jetzt auch komplett geblockt, weil auch noch Unterstellungen und so weiter rauskamen. Und ich finde sowas echt immer sehr, sehr anstrengend, wenn sowas passiert. Aber ich möchte auch ausdrücklich die 90% sehr, sehr positiven Kommentare loben. Nicht positiv, dass die sagen, Mensch, Alex, du bist der Tollste, sondern positiv im Sinne, hey Alex, du hast das falsch berechnet. Guck mal hier, das wird so und so berechnet. Das ist für mich ein positives Kommentar, weil ich draus gelernt habe. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wenn ich etwas mitnehme aus den Kommentaren, auch Kritik, dann ist das für mich ein positives Kommentar. Negativ ist, wenn es einfach nur so ein Bashing ist, so ein Beleidigen halt einfach ist. Und genau, also wie gesagt, kann ich nicht oft genug sagen, diese positiven, rationalen Kommentare, die finde ich super. Also die motivieren mich auch wirklich richtig, diese Videos zu machen. Herzlichen Dank dafür. Außerdem werde ich in Zukunft so ein bisschen so Kommentare, wo ich gleich herauslese, das ist eine Beleidigung, eine Unterstellung oder ein Trollen, ein reines Provozieren, dann ist mir aufgefallen, dass ungefähr 90%, es gibt noch so 10% von Kommentatoren, die sagen, ja, okay, habe ich nicht oder haben das irgendwie falsch eingeordnet oder haben das einfach nur so rausgehauen aus dem Affekt. Mit denen lohnt es sich wirklich zu diskutieren, aber bei 90% der Leuten, die trollen halt einfach nur. Das heißt, die wollen halt wirklich nur bashen, die wollen einen fertig machen, die interessieren sich gar nicht dafür, dass auf der anderen Seite halt auch ein Mensch sitzt, der auch irgendwo Emotionen hat und verletzt werden kann. Jetzt mache ich mich hier aber weinerlicher, als ich bin. Eigentlich bin ich da relativ ignorant, wenn es auch mal um persönliche Kritik gehen kann. Aber irgendwann nervt es dann einfach mal. Und ich werde auch zukünftig solche Kommentare, also solche User, wo ich merke, das ist einfach nur ein Getrolle, da ist wirklich keine Substanz hinter, dann werde ich die schneller einfach so sperren. Also wenn da mal ein dummes Kommentar ist und das verschwindet, dann wisst ihr jetzt zumindest warum. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern da will einer irgendwem die Meinung aufzwingen, ja, das heißt, er sagt irgendwas, was einfach nicht
richtig ist. Es ist eine Beleidigung, also eine Ehrverletzung, eine Unterstellung, also eine unwahre Behauptung oder Rückschlüsse, die auf unwahren Behauptungen beruhen. Und sowas ist überhaupt nicht ein Mehrwert für auch nur irgendjemanden. Ja? Und wenn es dann solche Kommentare gibt, hey, du machst ja nur Casino mit Derivaten und so weiter, ohne zu verstehen, was sind das für Derivate, wie funktionieren die, dann kriegen manchmal solche Kommentare halt 20 Likes, weil alles ETF, 70, 30, MSCI World und Emerging Markets Anleger sind, absolut nachvollziehbar, keine Kritik, aber die liken das dann aus systemischen Gründen. Dann habe ich in einem Video dieses Kommentar ganz oben, weil es alle neuen Zuschauer dieses Video sehen und die werden halt vollkommen auf die falsche Fährte gelockt. Ja, das heißt, ich will hier nicht irgendwo die Meinungsfreiheit einschränken, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, aber wenn zum Beispiel ein Kommentar darunter steht, ich finde deine Optionsscheindelivate zu spekulativ, weil... Und dann bitte irgendetwas Objektives. Ich lege lieber 70, 30 in ETFs an, weil... Dann auch noch gerne eine Begründung. So etwas würde ich niemals löschen. Es hat Substanz, es bereichert die Community und so weiter. Ich labere jetzt schon wieder viel zu viel, aber ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Und mir geht es nicht darum, die Meinungsfreiheit irgendwie einzuschränken, sondern einfach, wenn in den Kommentaren der Inhalt abdriftet zu etwas nicht Objektivem, dann tut das der Gemeinheit, die Leute, die sich die Kommentare durchlesen, einfach nicht gut, weil da werden viele Menschen auf falsche Fährten gebracht. Und ich weiß, dass viele neue Anleger, die erst seit einem Jahr oder weniger an der Börse unterwegs sind oder seit anderthalb Jahren, und sowas kann dann schon mal richtig ablenken und verunsichern. Und die Richtigstellung in den Kommentaren, die liest dann kaum noch jemand oder die werden halt nicht so häufig geliked wie das Bashing in dem ersten Kommentar. Wir machen jetzt aber konstruktiv weiter in diesem Video und gehen mal auf meine Trading-Tabelle ein. Diese habe ich am Donnerstag, also am 11. März aufgebucht und dort habe ich aktuell eine komplette Performance von minus 2.328 Euro, also so mittelgut. Ich war aber bei minus 4.522 Euro am, ich glaube, Mittwoch in der Woche davor. Die realisierte Performance ist bei plus 43,37 immer noch positiv. Der Zeitaufwand war die letzten, ja, wie viel waren das, 7-8 Tage nicht ganz so hoch, liegt bei ungefähr 3 Stunden. Und mein Stundenlohn liegt aktuell bei minus 69,50 Euro. Also jede Stunde, die ich hier trade, habe ich knapp 70 Euro verloren. Happy Birthday, Alexander. Das geht auch besser, würde ich sagen. Nee, aber mal abwarten, wie das mit den Derivaten halt einfach weitergeht. Und ich habe ja auch schon in einem der vergangenen Videos gesagt, wenn das nicht hinhaut, dann sage ich das auch ganz offen. Dann veröffentliche ich auch die Tabelle, mache darüber auch noch ein Video. Das wird zwar alles sehr schmerzhaft sein, wenn da irgendwo minus 3.000 oder 4.000 Euro steht, die ich durch Zockerei verloren habe. Weil wenn ich Geld verliere, ist es halt auch wirklich Zockerei, aber wenn ich Geld gewinne und das einkalkuliert habe und ich weiß, dass ich deutlich im Plus bin, wenn wir den Nasdaq-Stand von vor 3 Wochen wieder haben, das muss nicht passieren, aber ich habe dazu auch noch locker 1 Jahr, 1,5, 2 Jahre Zeit mit meinen aktuellen Derivaten, bis das passiert, bis ich wieder im Plus sein könnte, von daher sehe ich dem eigentlich ziemlich entspannt entgegen. Na klar, habe ich Zeitwertverluste und Kosten in meinem Depot, Derivate sind deutlich teurer, als wenn ich ETFs und Aktien habe, aber wir gucken uns das Experiment an, wenn das Experiment zu Ende ist. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und setz hier noch ein Sprichwort deiner Wahl ein. Meine Depot-Performance seit Jahresanfang, und das finde ich eine doch etwas spannendere Zahl, ist nicht, also so, ich habe hier die Jahresperformance, Monatsperformance und so weiter. Und wenn wir uns hier mal im Chart in der Jahresperformance einfach mal so den, also wir sind jetzt bei 10.967 Euro und wir suchen uns hier mal Ende Dezember aus, sind wir bei 13.000 Euro. Das heißt, wir haben so 11.000, 13.000, 2.000 noch was Euro Minus gemacht seit Jahresanfang. Also schon mal nicht so positiv, sondern durchaus negativ. Aber seit Jahresanfang sind es nur in Anführungsstrichen minus 3,4% oder 2.377 Euro bei einem Depot, was ein Nominaldepotbestand hat von 68.000 minus 7.000, 61.000. Also, wir sind seit Jahresanfang mit 61.000 Euro ungefähr, ich habe nicht die ganze Zeit 61.000 Euro im Depot gehabt, 2.377 Euro im Minus und das aktuell in einem Tech-Depot, wo der Tech-Sektor noch relativ tief steht. Das finde ich, wenn man sich die
objektiven Zahlen und Relationen mal wieder anguckt, gar nicht so dramatisch. Ich rede das nicht gut, ich rede das nicht schlecht, ich analysiere die Fakten, sage dann meine Meinung dazu und ja, ordne das Ganze halt möglichst objektiv ein. Eine 100% Objektivität gibt es natürlich nicht und ich merke auch die letzten Wochen über, wie viel es mir denn auch besser geht, wenn ich grüne Zahlen da stehen habe und wenn es mal rot ist. Ja, ich musste halt reingucken mit den Derivaten, weil ich immer mal gucken muss, ob ich irgendwas korrigiere, ob ich mal Stoppwerte anders setze. Mit ETFs und Aktien habe ich halt den riesigen Vorteil, dass ich da überhaupt nicht reingucken muss. Und was auch noch ganz interessant ist, wir haben hier die Jahresübersicht, nur noch 4.751 Euro im Plus. Wir hatten durchaus auch nur noch 400 Euro im Plus. Das heißt, hier sieht man auch mal wieder an dem Chart, dass dieser sehr, sehr verfälscht, was zwischenzeitlich, kurzzeitig tatsächlich passiert ist. Was aber recht schön ist, dass wir auch in dieser Jahresübersicht hier den Rebound, den Aufschwung hier wieder sehen von der Tech-Korrektur. Und das Ganze tut dann auch mal ein wenig gut. Und wenn wir uns das Ganze hier nochmal angucken, mit meinen kompletten Optionsschein-Position bin ich jetzt 4,46% im Plus und auch mit meinem Nasdaq-ETP bin ich jetzt schon im Plus. Und wir haben noch einiges aufzuholen im Nasdaq 100. Ich hoffe, dass das die nächsten Wochen auch durch die diese Woche verabschiedeten 1,9 Billionen US-Dollar in den USA eben. Davon werden erhebliche Anteile dann an private Haushalte ausgezahlt und davon sollen so, die Zahlen sind unterschiedlich, 20-50% sollen dann in Aktien investiert werden. Und da warten das Ganze ab, ob das tatsächlich so passiert. Wir sind jetzt nochmal in meinen Nasdaq Call-Optionsschein. 4.366 Euro habe ich da jetzt allein drin, das ist eine ordentliche Position. Mein Buy-In liegt bei 11 Euro und wenn wir uns hier mal die Höchststände, auch wieder total verwässert, die waren bei über 12 Euro auch am Donnerstag, uns angucken, dann siehst du, ich mache hier mal die Monatsübersicht an, dass wir auch durchaus hier noch einiges nach oben hebeln können, wenn es nach oben geht. Und das Wenn, das ist immer ein Wenn. Wenn man zu viel Wenn sagt, dann ist man auch in einer Bubble ganz schnell drin, weil man spekuliert ja auf Dinge, wo man nicht weiß, dass das passiert. Deswegen habe ich, glaube ich, diese Woche nicht so oft Wenn gesagt. Und ja, das ist eine Hoffnung, die passieren könnte. Ich würde so, weiß nicht, ab 13, 14 Euro dann Stück für Stück aussteigen mit meinen Nasdaq-Optionsscheinen und würde das Geld dann immer wieder umschichten in konservativere Produkte, entweder in Einzelaktien oder auch mein Nasdaq 100 ETF wieder stückweise aufstocken. Genau, einen gewissen Anteil werde ich wahrscheinlich drin behalten, bis wir hier wirklich auf die Höchststände sind, so 16, 17 Euro wieder in diesem Optionsschein erreicht haben. Aber ich warte da mal ab. Das ist so grob mein Plan, den ich vorhabe. Je nach Marktlage kann ich nicht immer hundertprozentig sagen, was ich dann machen werde in zwei Wochen, wenn das tatsächlich passiert, weil die Marktlage kann in zwei Wochen vollkommen anders sein als jetzt. Aber so meine Grundstrategie ist aus diesen Produkten, wenn ich so deutlicher im Plus bin, je deutlicher ich im Plus bin, desto stärker werde ich diese Position reduzieren und in konservative Werte eben investieren. Das heißt, buy the dip mit Derivaten, das ist so ein bisschen meine Strategie. Habe ich auch schon vor Wochen gesagt, dass das wahrscheinlich eher eine Strategie ist, die bei meinem Trading wahrscheinlich am ehesten klappen wird oder klappen könnte. Und das ziehen wir jetzt auch einfach mal so ganz trocken durch. Genau, die Frage der Woche war ja, möchtet ihr die Ordern in meinem Orderbuch bzw. die durchgeführten Ordern in meinem Profil hier euch angucken oder soll ich hier lieber ein paar Einzelwerte raussuchen und darauf eingehen? Das würde mich mal interessieren, was ihr für besser empfindet. Hinterlasst mir gerne dazu einen Kommentar. Ansonsten, wie schon gesagt, das Like nicht vergessen. Du darfst diesen Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich darüber natürlich sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.